Power restored. All primary systems online. Ich wollte gerade anfangen zu sprechen, aber danke. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Und ich habe das jetzt schon wieder mega lange nicht gespielt. Ich spiele wieder Subnautica, und weil ich Lust dazu hatte, und es ist sehr dunkel und gruselig. Subnautica, yay! Ja, ich dachte mir, ich nehme mal wieder hoch was von diesem Spiel auf, und ich hoffe sehr, dass nichts ruckelt, dass alles läuft, und wir können uns hier gleich mal eine Nachricht anhören. Ja, ich hatte in letzter Zeit sehr viel Lust, Sims zu spielen. Ich weiß, ich habe viele Spiele angefangen, und ja, so bin ich halt. Das tut mir leid. Aber ich habe vor, jetzt sehr zu committen und also Commitment, ne? Falls ich das komisch ausspreche, es tut mir leid. Ja, zu diesem Commitment, zu meinen ganzen Committings, keine Ahnung, das ist Englisch, man kann es eigentlich nicht verdeutschen, aber egal. Werde ich jetzt hinzutun, dass ich neben Sims auch immer irgendein anderes Spiel spiele, und eigentlich, ich nehme mir das jetzt vor, ich hoffe, ich werde das auch wirklich tun, habe ich vor, dieses Spiel durchzuspielen, und das wird jetzt mein neues Commitment. Ich nehme mir vor, dieses Spiel durchzuspielen, also ich werde dann immer Sims Let's Plays weiterhin hochladen und dann Subnautica als, wahrscheinlich dann als Samstagsspiel. Samstagsspiel oder so? Damals Samstagsspiel. Ja. 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 Ich hoffe, ich werde das durchziehen. Ich habe das vor. Wir hören uns jetzt diese Nachricht an. Ich laber nicht mehr über doofe Dinge, die niemanden interessieren. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Ja, die Life Pods, die müssen wir noch besuchen. Ich kann mir Essen kochen. Tun wir das doch mal, ich habe ein bisschen Hunger. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Essen hin? Ich habe keine Ahnung mehr, wie irgendwas hier in diesem Spiel funktioniert. Wow, habe ich viele Health Kits. Und ich habe 101 Health. Sorry nochmal, falls ich hier irgendwie Englisch rede. Das ist, ich weiß, ich hatte mir schon eine Base gemacht. Ich nehme mal die Flares noch mit. Ups. der alte Fehler. Ich weiß leider nicht mehr, wo meine Base hier ist. Oh, es ist schon wieder Tag. Meine Base ist, glaube ich, direkt hier unter. Vor allen Dingen Base. Es ist einfach nur eine Röhre, weil ich ja hier nicht meine Permanent Base machen will. Ich rede die ganze Zeit nur auf Englisch, dieses Spiel. Macht das mit mir. Metalle. Oh, ich habe sogar schon. Meine Güte. Falsche Taste. Die da drunter. Anderes. Da tue ich jetzt die Flares mit rein. Oh, dieses Spiel. Man hört immer gruselige Geräusche. Ich mag das nicht. Ich behalte mal. Ich glaube, zwei reichen. Jetzt wollte ich schon wieder die falsche Taste drücken. Was habe ich denn hier? Ein Special. Ach ja, ich war ja schon in dieser Alien Base. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ich werde mal kurz gucken, ob alles aufnimmt. Paranoid. Paranoid sein ist paranoid. Da stand gerade hohe CPU-Auslastung. Ich hoffe, dass mein Spiel nicht stirbt. Oder meine Aufnahme nicht stirbt. Vielleicht sollte ich das mal kurz nachgucken. Weil dieses Spiel ist da schon sehr anspruchsvoll. Ich werde das kurz nachgucken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, es sah nicht ruckelig aus. Ich habe aber auch nicht jetzt alles geguckt. Jetzt ruckelt es hier bei mir selber. Ich weiß gar nicht, gibt es hier so, ich weiß, so Sachen wie Motion Blur oder sowas sollte man immer ausschalten, weil das mag keiner. Aber ich glaube, das gibt es hier sowieso nicht. Bewegungsunschärfe, Mittel. Aus. Yay. Ich hoffe, es ruckelt jetzt wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, es ruckelt bei mir selber ein bisschen. Aber andererseits ist es auch The Forest. Was rede ich eigentlich? Ja. Andererseits ist es auch Subnautica. Das ruckelt manchmal ein bisschen. Aber es sollte nicht zu sehr ruckeln. Ja. Also, ich habe mir hier Dinge aufgeschrieben, dass ich Dinge suchen wollte. Ich bin heute sehr elegant mit dem Laufen. Habe ich trinken? Das wäre jetzt eine wichtige Frage. Ich habe Trinken, okay.
Ich muss nämlich Kupfer suchen und Silber. Und ich glaube, das wird so eine Kupfer- und Silbersuchen-Folge. Bringt hier der Sprint-Button eigentlich was? Ich glaube, ja. ja, wie gesagt, das ist jetzt wieder... Hier ist ein Creature-Egg, das brauche ich aber nicht. Noch nicht. Das ist jetzt wieder eine Weile her und hier ist es sehr dunkel. Ich will einfach nur Silber. Wo ist denn wieder diese geile Röhre, wo man so viel Silber kriegt? Silber. Kupfer, nicht Silber. Ja, Suchfolgen. Ich hab's vermisst. Nee, ich vermisse dieses Spiel tatsächlich eigentlich immer, wenn ich das mal wieder spiele. Und ich bereue es immer, dass ich das nur so wenig spiele, weil ich liebe es. Es ist so schön. Es ist so cool. Ich sollte nicht zu dicht an die Aurora schwimmen, wobei ich da auch noch hin will, aber eigentlich nicht jetzt. Bitte gib mir Kupfer. Es hat mir Kupfer gegeben. Yay. Ich glaube, ich schwimme sowieso jetzt gerade auch schon in die Richtung, wo das Silber ist. Man kann hier irgendwie Dinge ausstellen. Das muss ich gleich auch nochmal kurz nachgucken. Ich glaube, ich muss meine Einstellung gleich nochmal kurz ändern. Weil jetzt ruckelt mir das Spiel sehr. Das finde ich nicht schön. Das finde ich nicht schön. Ich glaube, hier war ich schon sehr oft. Ich weiß gar nicht, wie viel Silber brauche ich. Ich glaube, ich brauche zweimal Kupfer. Ich brauche zweimal Kupfer, ja. Ich muss mir nämlich herstellen Kupferdraht mit diesem Battery Recharger. Batterieaufladegerät. Das will ich machen. So. Ich nehme auch das hier mit. Kann man irgendwie genug haben. Ich hoffe nur, ich müll mir jetzt nicht mein Inventar zu. Ich gucke nochmal kurz in die Einstellung. Moment. Es ist heute sehr chaotisch, es tut mir leid. So, stopp. Okay, es ist tatsächlich das Spiel, das so viel frisst. Es ist nicht meine Aufnahme. Aber ja, das ist schon okay. Ich sammle Silber. Das hier gibt mir kein Silber. Ich habe auch gerade nicht ein zweites Kupfer bekommen, ne? Doch, ich habe zwei Kupfer, okay. Das ist schon mal gut. Genau diese hier brauche ich. Was war das? Ich glaube, es war Titan. Blei. Das andere Ding. Fische fangen. Dinge, die ich nicht kann. New creature discovered. Oh, die hatte ich noch nicht. Das ist ja auch mal interessant, wenn ich die ja noch nicht hatte. Okay, das war jetzt Talent. Nicht Glück, Talent. Reines Talent. Ich möchte gern Silber spielen. Kannst du mir Silber geben? Erstmal brauche ich Luft. Ach ja, hier diese geile Formation. Ich glaube, ich will da wieder meine Base bauen, einfach weil ich es cool finde. Ich scheiße einfach darauf, was praktisch ist und wo meine Base gut aufgehoben wäre und baue die dahin, wo ich es schön finde. Weil ich es kann. Da wollte ich hin. Ich vergesse die ganze Zeit, das Ding hier zu benutzen. Hier wird eh nicht das drin sein, was ich brauche. Da ist so ein Ding. Please don't eat me. Ich glaube, der sieht mich nicht. Hier sind, glaube ich, viele von diesen Dingern drin. Wenn ich mal auch nur eins sehen würde, ne? Nee, Salz gibt es hier so viel. Das war das. Ach, mein Ding hier ist eh alle. Ich mal kurz wieder in die Luft. Beziehungsweise, ich kann kurz gucken, ich habe keine Batterie, nein. Dafür brauche ich nämlich den Battery Recharger. Der heißt nur Battery Charger, nicht Recharger, aber... You know what I mean? Welt, lade bitte. Danke. Das ist noch ein bisschen anderes. Da, das hier. Sandstone. Sandstein. Es tut mir leid, ich habe das Englische so drin bei diesem Spiel, weil ich immer... Ich brauche kein Gold. Meine Güte, ey. So Killerspiele sollen irgendwie aggressiv machen. Sowas hier macht aggressiv, wenn man nicht das bekommt, was man möchte. Was war das jetzt? War das jetzt Silber? Silber! Ich habe einen Silber! Ich brauche noch eins. Ich weiß, ich tauche die ganze Zeit schon auf, obwohl ich es gar nicht muss. Hallo?
Sounds. Kann man auch gut gebrauchen. Das ist Kalkstein. Ich brauche aber Sandstein. Vor allem, ich schwimme hier halt einfach voll weit weg. Das ist aber eh so eine Krankheit von mir in diesem Spiel. Ich schwimme einfach überall und nirgendwo hin. Ich finde es schön, wie das Spiel jetzt flüssiger läuft. Ich glaube, meine Lösungsansätze funktionieren. Whee. Und ja, ich bin sehr paranoid mit meinem Oxygen. Ich tauche dann lieber sehr schnell und sehr früh schon wieder auf. Jetzt bin ich paranoid, ob ich überhaupt aufnehme. Wartet mal. Ich glaube aber schon. Ich müsste da wieder aufgeklickt haben. Was ist denn jetzt los? Warum geht denn das nicht? Vollbild, ja. Da. Doch, ich nehme auf. Okay, alles gut. Alles gut, Leute. Ich dachte, das Spiel hätte keinen Ton. Huch, ich glaube, es hatte kurz keinen Ton. Ich brauche Sandstone. Ich brauche nämlich Silber. Ich brauche Silber. Und das gibt's im Sandstone. Das ist Blei, das brauche ich nicht. Ich brauche Silber. Sind meine Lieder nicht wunderschön? Ich sollte eine CD rausbringen. Ich brauche immer noch kein Gold. Da ist noch ein Creature Egg da vorne. Brauche ich aber auch nicht. Ich brauche Silber. Please. Ja! Silber! Bester Moment. So, jetzt muss ich mal gucken, wohin ich zurück muss. Da. Meine Base, da sollte ich auch mal so ein Beacon hin tun. Ich glaube, das sind auch so Dinge, die ich schon mal erwähnt hatte, dass ich die machen will. Ja. Und die ich dann nie getan habe. Aber ich meine, ne, ich glaube, dieser Live-Pod verschiebt sich tatsächlich nicht mehr. Das war früher mal so. Von daher ist das nicht so schlimm, weil ich weiß ja, dass mein eines Röhrchen da direkt unter dem Live-Pod ist. Und von daher, ne, kann ich da einfach wieder hinschwimmen und dann ist das da. Aber wenn ich meine Base jetzt woanders irgendwo hinbaue, sollte ich so einen Beacon haben, und das ist immer praktisch, wenn man irgendwie Wracks hat oder so, wo man ja, sich diesen Ort merken will, und ich habe keine Orientierung, also, und es ist hier alles Wasser, also hier über Wasser wird man sich nicht merken können, also man hat so Orientierungspunkte, die Insel, hier die Aurora, die andere Insel und so, ne, aber ja, zu der anderen Insel, zu der Floating Island, ne, da war ich ja jetzt schon, ne, ja, ich glaube schon, weil ich da ja irgendwie durch dieses Alien-Ding gegangen bin. Mhm. Ich glaube, da war ich schon. Es ist so lange her, ich weiß es selber nicht mehr. So. Wir müssten jetzt den Battery Charger machen. Ich glaube aber, ich habe hier unten noch gar kein Ding reingebaut. Nee, brauche ich auch nicht. Tipa. Dieses Bauding, meine ich. Brauche ich aber hier auch gar nicht. Hallo? Danke. So, Kupferdraht und, was war das? Kabelsatz muss ich machen. Kupferdraht und Kabelsatz. Ich mach mir nochmal eben Essen. Kupferdraht und Kabelsatz. Ich muss mir das merken. So, Kupferdraht. Sehr gut. Kabelsatz. Und Titan müsste ich haben. Aber ich kann nochmal eben das hier machen. Aus diesem Schrottteil da, was ich gefunden habe. So. Ich trinke mal eben was. Und esse. So. Nein, ich muss mich nicht jedes Mal voll auffüllen, auch wenn ich das gern tun würde. Das andere müsste ich jetzt, wenn ich nicht sehr falsch liege, mit meinem Habitat-Builder machen. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Welcome aboard, Captain. Thank you. Habitat-Builder habe ich hier auf 4. Genau. Da ist irgendwo der Battery Charger. Da. Sehr geil. Ich tue den mal hier direkt an die Tür. Ich meine, kann man ja auch immer wieder abbauen. Das ist ja das Schöne. So, Batterie-Ladestation. Das Ding ist, ich habe noch keine Batterie.
oder meine Batterien sind alle in Benutzung. Also ich weiß ja, hier aus der 1, R, und da müsste ich das ausmachen können. Wie kann ich das bewegen? Nein, nicht so. Ja. So, jetzt habe ich die Batterie da rausgenommen. Jetzt müsste ich da rein tun können. So. Sehr gut. Habe ich hier noch irgendwie 56, 100, 92, 53. Ich sollte die Batterien aus diesen beiden auch rausnehmen und aufladen und mir neue machen. Das wäre die schlaue Sache. Das ist hier einmal die 3. Müsste ich auch mit R, genau. Dann einfach so. Das andere, war das der Habitat-Builder? Nee. Sorry, falls ich gerade sehr langsam bin. Ich bin so, ich muss das drücken. So, halb am Sterben, keine Batterie. Ja, ich weiß. Die Taschenlampe, tun wir die mal kurz auf die 4. Ups. Das falsche Tastensyndrom, so, R. Und dann so. So, dann kann ich nämlich die auch schon mal wieder aufladen. Ich weiß, die haben noch über die Hälfte. Aber ich mache mir dann lieber neue Batterien. Was brauchte ich für Batterien? Das habe ich mir doch bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Eventuell auch nicht. Was brauchte ich nochmal für Batterien? Jetzt ist es schon wieder dunkel. Was ist denn hier los? Ich werde heute auch nichts hinbekommen. Das ist jetzt wahrscheinlich mein einziges Achievement für diese Aufnahme. Dass ich diesen Battery Charger gebaut habe, wo ich einfach schon vorher die Vorarbeit für geleistet habe. Ich mache mir mal doch nochmal was zu essen. Fülle mich mal hier hundertprozentig auf, weil ich es kann. So. So, gucken wir mal kurz. Wie mache ich nochmal das Wasser? Chlor und Chlor machte man mit Korallenprobe. Okay. Alles klar, das sollte ich gleich mal machen. Da habe ich nämlich noch ein bisschen was zu trinken. Aber eigentlich. Eigentlich. Hier sind diese Signalbojen. Ich habe sogar noch Kupfer. Ich habe noch einen Kupfer. Wow. Ich sollte mir mal eine machen. Ich glaube, das mache ich mal eben. Jetzt so, nein, ich brauchte das Kupfer ganz unbedingt für was anderes. Und ich sollte mal Dinge hier abhaken, bevor ich es vergesse. Weil, das haben wir ja jetzt gemacht. Den Battery Charger. Und das haben wir an sich auch gemacht. Zumindest für diese Dingsens da. Ich denke mal, dann werden wir als nächstes uns mal die Live-Pods angucken gehen. Aber ich wollte erstmal Batterien bauen. Das war es, was ich wollte. Säure und Kupfer. Fucking Kupfer, natürlich. Aber egal, ich mache mir erstmal Wasser. Ich habe noch 3 Salz. Ist das richtig? Ja. Und dann sollte das gehen. Und dann gehen wir nochmal Kupfer suchen. Es tut mir leid. Dieses Let's Play besteht 90% aus Suchen. Aber ich meine, es ist halt ein Entdeckungsspiel, okay? Das besteht halt 90% aus Suchen. Ich kriege ja auch immer 2, ne? Ja, kann man schon mal machen. Ich finde es so geil, wie hier dieses, ne? Dieser Totenkopf von wegen nicht trinken und dann macht man daraus einfach Wasser. Aus Chlor. Das ist die einzige Zutat dafür. Ich meine, man nimmt natürlich das Meerwasser, ne? Irgendwie, aber das ist schon ein bisschen weird. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, jetzt habe ich wieder ganz viel Wasser. Hier ist nichts mehr drin. Gut. Weil sonst habe ich noch Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Noch ein Medkit. Dinge, die man braucht. Oder so. Ah! Ja, was bin ich? Schreckhaft bin ich vor allen Dingen. Wie man merkt. Ich habe das jetzt tatsächlich so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mehr wusste, dass das passiert und dass es bei mir noch nicht passiert ist. Ja, jetzt wird das die ganze Zeit recharged, aber ich habe ja nur so ein
So ein Solarding. Naja, egal. Nicht so schlimm. Ich tue hier mal mein Wasser mit rein. Ich behalte mal so 3 Stück. Davon brauche ich nur 1. So, dann tue ich hier die Teildinger mit rein. Ich habe hier doch... Das ist alles Gold. Ich dachte, ich hätte Kupfer. Das wäre aber auch sehr komisch, wenn ich da auf einmal Kupfer hätte. Ach, das passt da jetzt nicht mehr rein. Ja, was ist denn das hier? Und so, gib mir mal hier eins zurück. Ich glaube, ich brauche 2 dafür. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht daraus auch die Batterie ausgebaut hatte. Nein, gut. Das wäre jetzt kacke gewesen, weil das brauche ich jetzt. Jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste gedrückt hier. Bandspind. So. Ich komme da leider nicht näher dran. Also ich meine, hier nicht näher dran. Spind ist nicht leer. Nee, weiß ich auch. Metalle 2. Super kreativ. Much original. Keine Ahnung. So. Tue ich aber auch mal alle von denen. Was habe ich hier denn noch? Lithium! Ich glaube, das hatte ich von der einen Insel mitgebracht. So. Gehen wir nochmal Kupfer suchen, weil es ja so viel Spaß macht. Yay! Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich hätte gern Kupfer. Ich habe auch das hier. Nein, kein Batterie drin. Okay. Wieso kann ich eigentlich nie die Kackfische fangen? So, dass da immer... Da steht doch immer, dass ich das kann. Warum kann ich das denn nicht? Ich drück doch immer E. E. Ja, vor allen Dingen E. Es wird hell. Gib mir. Hallo? Willst du mich verarschen? Die Hand taucht manchmal einfach gar nicht auf. Das ist doch unfair. So, ich brauche aber auch Mushrooms. Ich hatte jetzt 3 Batterien rausgenommen, ne? Dann sammle ich mal auch für 3 Batterien. Ich nehme einfach so viele Mushrooms mit, wie ich tragen kann. Und hoffe, dass ich... Ja, ich habe noch genug Platz. Alles gut. So, diese eine Koralle werde ich wahrscheinlich nicht wiederfinden. Diese riesige Röhrenkoralle. Weil da gibt es ja immer ganz viele. Von diesen, Dingern. Wovon rede ich eigentlich? Von diesen Kalksteinen, Mann. Ich drifte manchmal mitten, während ich etwas sage, ab. Und weiß dann nicht mehr, worüber ich eigentlich gesprochen habe. Ach, wir sind schon wieder hier. Hallo Wrackteile, die ich sehr gut kenne, weil ich immer hier lang schwimme. Aber ich meine, das ist in diesem Spiel halt am Anfang so. Und wie gesagt, ich bin langsam. Sehr langsam bei jedem Spiel. Aber damit müsst ihr leben. Also, ne, natürlich nur, wenn ihr euch das antun wollt und diese Videos schauen wollt, aber sonst müsst ihr natürlich nicht damit leben. Das ist klar. Ich meine, es zwingt euch niemand dazu, hier irgendwas zu gucken. Gib mir Luft. Ich brauche Luft. Haha. Ich habe noch viel länger. Mehr auffüllen. Ich möchte mehr Luft. So viel Luft. Mehr. Ausspielen. Mehr. Okay. Länger habe ich keinen Bock, da zu warten. Und ich sehe nirgendwo Kalkstein. Warum sehe ich nirgendwo Kalkstein? Vielleicht bin ich auch blind. Ich meine, das ist auch immer eine Option. Noch so ein Korallending. Luft. Ich glaube, ich bin blind. Ich sehe einfach keine. Ich habe wieder eine neue Nachricht bekommen. Oh hey, ich habe die große Dingsens hier gefunden. Geil. Kupfer. So viel dazu, dass ich sie nicht finde. Ich meine, ich habe sie, ne, unfreiwillig gefunden.
Das heißt unfreiwillig. Das ist ja praktisch. Ich liebe sie. Aber nicht, wenn ich nur die ganze Zeit Titan kriege. Aber dafür kann dieses Dingsens hier nichts. So, jetzt habe ich schon mal. Ich brauche, glaube ich, noch einen Kupfer. Yay. Ich meine, es kann nie schaden, mehr zu haben. Geht's hier lang? Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich liebe diese kleinen Höhlen. Ich liebe dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit. Nein. Nein. Oh, ich bin rechtzeitig sogar weggekommen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da... Das sah schon sehr interessant da drin aus. Ich nehme mal noch so viel mit, wie ich mitnehmen kann. In der Hoffnung, dass ich irgendwie Kupfer auch noch einlagern kann und dann mich freuen kann, wenn ich da mal wieder gucke und dann da wieder was ist. Ne? Das ist doch auch mal eine gute Idee. Und nicht immer nur, ich muss wieder suchen. So, wo bin ich? Zeitraum und so. Ich sehe meinen Live-Pod nicht da. Ja, und dann haben wir genug Batterien, hoffentlich. Das wäre nämlich schön. Vielleicht kann ich sogar 4 Stück machen. Dann habe ich, glaube ich, immer 4 zum Auswechseln. Ja, müsste ich. Das wäre nämlich ganz cool. Eigentlich sogar am besten mehr, weil dann kann man nämlich immer noch eine mitnehmen. Aber wir werden sehen. Und dann gehen wir gleich mal die anderen Live-Pods besuchen, weil ich glaube, da findet man noch sehr coole Sachen und das sind ja quasi Wegpunkte, die einem schon markiert sind. Und ich denke mal, das Spiel denkt sich dabei halt auch Dinge, ne? Also, würde ja nur Sinn machen.